Moin, lass uns nochmal über Mars sprechen. Lisa hier in deiner Horoskopgrafik. Und zwar heute Mars im dritten und letzten Erdzeichen, dem Steinbock. Und das ist unser Freund hier oben. Und wenn dein Mars im Zeichen Steinbock steht, dann vermute ich, bist du ein sehr, sehr, sehr ehrgeiziger Mensch. Und Mars mag ja schon Challenges, Wettkämpfe und gewinnt vor allen Dingen gern. Und die Steinbock-Energie ist vielleicht das zielstrebigste von allen Tierkreiszeichen. Und da geht es immer um Ziele, immer um Meisterschaft, immer darum, Meisterschaft in irgendetwas zu erreichen. Und hier kommen also zwei Energien zusammen, die Großes erreichen wollen und die uns dann viel Ehrgeiz schenken und mitbringen. Und da, wo Mars Tatkraft und Energie und wir packen es anbringt, kommt durch die Steinbock-Energie einfach ganz viel Konsequenz und Zuverlässigkeit, Dranbleibvermögen noch dazu. Und das ist natürlich, wenn man was erreichen will, nahezu unschlagbar. Also was will man mehr? Man hat die Power, man hat die Kraft, man hat den Wunsch, was zu tun und hat dann auch noch den Leistungswillen und den Ehrgeiz, das letztendlich auch durchzuziehen und zu erreichen. Also Power trifft auf Ausdauer. Was will man mehr? Und diese geballte Kraft, die braucht ein Ziel. Klingt total banal, ist auch so. Aber beide sind ja nach vorne gerichtet und sie brauchen beide ein Hinzu, also eine Motivation. Wo wollen sie denn hin? Und während Mars Hauptsache gewinnt, schwer, leicht, ist ihm Schnuppe, Hauptsache gewinnt, ist es bei Steinbock nicht so. Also ein Steinbock. Energie, also die Steinbock-Energie oder hier der Mars im Steinbock, der will seinen Gewinn nicht geschenkt. Nur weil also alle anderen aussteigen und sagen, oh, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Das möchte ein Mars im Steinbock nicht. Nein, er will wirklich Meisterschaft. Er will nicht nur einen Titel, sondern da muss auch was dahinter sein. Und sozusagen die Anstrengung bis dahin, die ist Teil des Lohns. Ich kenne das ja so ein bisschen auch. So dieses, wenn es zu leicht geht, dann ist das ja irgendwie auch nichts, ne? Also es muss ja auch schon irgendwie ein bisschen beschwerlich sein, damit man am Ende des Tages diesen hier machen kann. Und also auf jeden Fall, es braucht ein Ziel, es braucht einen Fokus. Und damit sind wir schon gleich beim Punkt, wenn dein Mars nämlich nicht so richtig in die Gänge kommt, vielleicht hat er kein Ziel. Vielleicht hat er nichts Motivierendes, wo er sagt, hier möchte ich Meisterschaft erlangen, hier möchte ich hin, da möchte ich wirklich glänzen und gesehen werden. Und ja, Steinbock will also nicht nur Meisterschaft, aber im Kämmerlein, das will ja auch Mars nicht. Nein, will da auch die Anerkennung für haben, den Status für haben. Ich möchte, dass das gesehen wird, dass ich hier Meisterin meines Fachs bin. Ne? Also. So, von nichts kommt ja nichts, ne? Also, da kannst du mal checken, falls dein Mars so ein bisschen auf der Couch rumlungert, dann guck mal, hast du ein Ziel? Also das als unmittelbarer Tipp für, sollte dein Mars ein Durchhängerchen haben. Und wir hatten jetzt bei allen die Schattenseite, machen wir das natürlich auch hier. Und ja, wer so nach vorne gerichtet ist und so viel Energie hat, das kann dann halt auch wirklich ein bisschen gnadenlos werden. Also nur noch das Ziel im Auge und das Wie komme ich dahin, völlig ausgeblendet. Und die Steinbock-Energie ist ja, kann ja eh sehr hart, kalt, sachlich sein. Dann kriegt man so die Denkfalte auf die Stirn und ja. Und das ist das eine, das macht einen nicht sonderlich beliebt bei anderen. Das andere ist natürlich, man überfährt auch gerne mal seine Energie, also die eigene Energie, weil man zieht das durch. Also ein Steinbock, Steinbock-Energie, die hört nicht auf. Die sagt nicht, ich kann jetzt nicht mehr oder ich brauche jetzt ein Päuschen.
Das heißt, hier kommt wirklich so viel Kraft zusammen. Da kann man sich selber auch durchaus mal überfordern und am Ende wundert man sich, warum man total K.O. In der Ecke liegt, so ein Schluck Wasser in der Kurve, einfach weil man nicht gut mit der eigenen Energie gehaushaltet hat. Dafür kannst du, wenn du möchtest, dich in Acht nehmen. Ja, dein Check. Gibt es ein Ziel? Haben wir schon gesagt. Gibt es ein Ziel? Gibt es was zu holen? Gibt es irgendwo einen Titel, was du sagst, da will ich Meisterschaft? Und wird das auch gesehen für dich? Sehr schön. Ganz steinbockmäßig halten wir es kurz und knackig. Kommen wir zu den Superhelden. Wir haben mit Star Trek angefangen. Wir sind zwar nicht am Ende, aber wir wechseln nochmal das Universum. Nämlich, ich habe PK ins Rennen auserwählt. Weil PK finde ich zwar auch jetzt nicht so ein Mars-Charakter, also Captain PK von der Enterprise. Für die Nicht-Trekkies, Entschuldigung. Aber er ist halt auch so ein Trampleib-Mensch, so auch so ein Verkopfter. Coole Socke. Manchmal wirkt er ja auch sehr hart. Aber auch, ja, er bleibt halt dran. Er gibt auch nicht auf. Ob es irgendwie schwierig wird, nein, er zieht die Sachen durch. Und koste es, was es wolle. Ja, und deswegen habe ich Captain Picard für den Mars im Steinbock ausgewählt. In diesem Sinne haben wir jetzt auch Mars in den Erdzeichen durch und wir sehen uns zu den nächsten und letzten drei Mars-Videos, es sei denn, wir wechseln irgendwann das Oberthema zu Mars. Wir haben ja jetzt Oberthema ins Tun kommen. Fällt mir glatt Mars vom Chart. Ich soll bestimmt zum Ende kommen. Das quassel ich auch, wenn wir über so viel, wenn wir über Steinbock reden. Also, wir sehen uns beim nächsten Video. Mars im Zeichen Krebs. Bis dahin, hab's hübsch. Tschüssi.